Jetzt möchte ich dir zeigen, wenn man Zitate, die einen Umfang von mehreren Zeilen haben, links um einen Zentimeter zusätzlich eingerückt werden. Also hier habe ich zum Beispiel ein Zitat festgelegt, das hier schon gekennzeichnet, hier mit diesen Anführungszeichen. Ich möchte das jetzt um einen Zentimeter einrücken und ich mache das hier wieder mit einer Formatvorlage. Also ich markiere diesen Bereich hier, schaue jetzt hier nach, ob es eine Formatvorlage schon gibt hier für Zitate. Wenn das nicht der Fall ist, klicke ich hier auf Weitere. Dann geht hier dieses Menü auf. Schau jetzt hier, ob ich Zitate sehe. Nein. Und wähle dann hier alle Vorlagen. Schau dann nach unten und habe dann hier tatsächlich eine Formatvorlage Zitat. Mache einen Doppelklick drauf. Es wird hier zugewiesen. Und schau mir dann im Detail an, wie diese Formatvorlage genau beschaffen ist. Rechte Maustaste, das Kontextmenü auf. Ich gehe hier auf Ändern. Hier gibt es wieder mehr Registerkarten. Gehe hier auf Einzüge, Abstände. Und schau dann hier vor den Text, hinter den Text. Und vor den Text bedeutet hier in dem Fall dann links davon. Das wäre es 1 cm, wenn ich das jetzt hier erweitern würde. Sagen wir 2. Da sieht man hier, wie das sich verändert auf 2 cm. Ich möchte es auf 1 cm haben. Ich sehe, dass das hier Ganze schon ganz gut passt. Klicke auf OK. Da habe dann hier das Ganze eingerückt und man sieht dann hier auch bei der Formatvorlage, die ausgewählt ist, dass es sich um eine Zitatvorlage handelt.